Dracorix, Charlie und Delta wild gefangen. Alle Infos dazu und die Änderungen, die es gestern im Update gab, erfahrt ihr heute im Video. Diese Woche könnt ihr wieder 1200 Dollar Ingame-Währung für das Spiel Jurassic World Live gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Einfach den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine wichtige Info mehr von mir verpasst. Einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Nächste Woche erfahrt ihr, wer gewonnen hat. Viel Erfolg euch allen. Ja, im Hintergrund seht ihr auf jeden Fall ein paar coole Aufnahmen. Zwar habe ich da Wild, Dracorix, Charlie und Delta gefangen. Ihr wisst ja, ich bin in Köln unterwegs. Und richtig cool, gestern Abend kam ein Update rein. Und plötzlich sehe ich da den epischen Dracorix und auch Charlie und Delta in der Wildnis und kann die da einfach fangen. Ja. Was es genau damit auf sich hat, dazu wurde eben auch im Ludia-Forum von einem offiziellen, ja, von der offiziellen Person etwas gepostet. Und zwar gab es da so eine sogenannte Nestmigration, blende es euch auch mal ein. Our ecologist team at the DBG has noticed a change in the behavioral pattern of certain dinosaurs. It seems that some creatures are now appearing more frequently than they used to do. Also, gab wohl eine, ja, Verhalten, eine Änderung von verschiedenen Sauriern. Und zwar sieht man jetzt manche Saurier häufiger als vorher. Das konnte ich bis jetzt noch nicht beobachten, dass es irgendwie die eine Art Saurier jetzt viel häufiger gibt als vorher. Aber ich kann eben, oder ich habe beobachtet, dass es verschiedene Saurier jetzt gibt, die es vorher so nicht in der Wildnis gab. Dies gab es bis jetzt nur bei einem Event. As new members of the DBG, we hope you can help us identify and catalog which creatures are being affected and where these new migrational patterns are taking them. If you notice any changes, please share the knowledge and any other creature observation in the comment below. Also, wenn uns irgendwas auffällt, sollen wir das unter diesem Post kommentieren, damit natürlich alle was davon haben. Könnt ihr auch gerne mal machen. Ist das offizielle Ludia Forum. Ja, stay tuned. Later this month, we expect to see even greater changes in creature migrations as the season progresses. Also, später im Monat wird es noch größere Änderungen geben und das hypt mich mal richtig rein, ja. Weil das ist schon, finde ich, eine große Änderung, wenn die Events auch ja auf einmal verfügbar sind. Was genau diese Änderungen sind, weiß ich noch nicht. Vielleicht kommen einfach die neuen Saurier, welche ich euch im letzten Video beschrieben habe, hinzu. Oder man kann vielleicht auch so neben der Events legendäre oder vielleicht sogar einzigartige Saurier fangen, die halt dann noch seltener als die epischen Saurier auftauchen. Bin mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall mega darauf. Weiß noch nicht genau, was sie da machen, aber das werden sie sicherlich ankündigen. Und gerade mit den Änderungen jetzt in pro Tagen zwei Updates, die nehmen es auf jeden Fall ernst mit dem Spiel. Dann noch eine kleine Neuigkeit oder eine neue Info, was im Shop so los ist. Und zwar gibt es erstmal einen neuen Brutkasten, den Feuerwerk-Brutkasten. Dort ist der Pyritator, also der von Event von Mittwoch und Donnerstag dieser Woche, verfügbar. Und auf dem Bild oben seht ihr so den Pyritator sogar. Also vielleicht habt ihr da auch die Chance, den zu bekommen, aber garantiert erhaltet ihr erstmal 265 Pyroraptor-DNA. Ich selbst kaufe den auf jeden Fall nicht. Ihr habt es ja auch bis jetzt in den letzten Videos gemerkt, dass ich davon nicht so viel halte, weil der Goldanteil da drin doch sehr wenig ist und eben Gold die seltenste Ressource im Spiel ist und nicht die DNA von den Sauriern. Sauriern kann man eigentlich die DNA immer sammeln, aber das Gold, ja, das bekommt man eben nur begrenzt. Deswegen keine Kaufempfehlung da. Aber es gibt noch was Besseres und zwar seht ihr das hier. Endet auch in 2 Tagen 18 Stunden ein Tresor voller Münzen. Dort sind 275.000 Münzen anstatt 250.000 Münzen drin. Kostet 4.500 Dollar. Ich kann ihn gerade so nicht kaufen. Hätte ich den auf jeden Fall gekauft, weil so viel Gold, da kann man erstmal seine Saurier schön leveln. Dann haben die Jungs von MetaHub ja auch das Ganze schon betrachtet oder haben Rückmeldung von ein paar Leuten bekommen. Es gibt wohl auch den Concavenator, da gibt es auch einen Screenshot von, den blende ich euch kurz ein, dass der eben jetzt in der, ja, in der Freiheit auftaucht. Denke schon, dass das auf jeden Fall ein aktuelles Bild ist. Es ist kein Stop in der Nähe und ihr seht doch rechts dieses weiße Symbol aus dem letzten Update. Ob jetzt noch weitere, wie jetzt der Baryonyx, der Blue oder Carnotaurus oder Dracorix Gen 2 in der Wildnis auftauchen können, weiß ich noch nicht. Vielleicht kann ich euch da morgen schon etwas zu sagen, wenn ich sie selbst hier sehe. Finde es aber cool, dass sie da eine Änderung durchgeführt haben und
Bin mal gespannt, was da noch so kommt. Ich denke, da kann man jetzt gut auf sein, ja, wenn man nur Raptoren spielen möchte, kann man da die auf jeden Fall jetzt wieder fangen und leveln und kann da sein Team aus nur Raptoren aufbauen. Ich hoffe, euch hat die Info und das Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da und ein Abo, damit weitere Personen die Infos immer erhalten und ich natürlich mehr Personen erreiche. Und wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Video. Ciao.